Leute, willkommen bei Oldies Card Shop. Ihr habt jetzt lange nichts mehr von uns gehört. Problem war, Oli war krank, ich war krank. Wir haben beide die Männergrippe relativ erfolgreich überstanden, aber der Tobi war mit einem Umzug beschäftigt und konnte uns deswegen keine Suppe kochen. Deswegen hat es etwas gedauert. Heute wollen wir mal so ein kleines Retro-Opening machen von den Tinboxen der vergangenen Weihnacht. Und ja, heute ist natürlich der Chef selber mit am Tisch und legt los. Okay, wir fangen an mit Limmertinger. Leviathan. Ist ja auch schon eine Weile her, ne? Ja, eine ganze Weile. War da nicht auch das schöne Max C gefühlt mit drin? Also man konnte es aus dem Booster ziehen? Jo. Das war die Promo-Karten, falls irgendeiner die noch nicht so richtig kennen sollte, weil es sind ja immer viele Neueinsteiger. Sieht ihr die? Ja. Ja, genau. So, gut, da haben wir jetzt im Prinzip, abgesehen von dem Topf, eigentlich nichts Brauchbares. Die zügische Straßenpatrouille ist gelegentlich in diversen Unterwäldler-Decks ganz brauchbar. So, und jetzt geht's los. Oh, schön. Eine Ultra-Rare. Damit lässt sich arbeiten. Ist im Übrigen gut für das Silent Dark Magician Girl Deck, mit dem ich so katastrophal abgelost habe. Einmal nichts, sagst du? Ja, einmal nichts. Na komm, es ist eine schöne Rare dabei. Ja. Eine zweite schöne Rare. Yay. Weil du nichts brauchbar hast. Das macht du nichts, das machen wir den ganzen Stab. Schauen wir dann. Sieht man das noch? Guck mal. Ja, sieht man noch. Leider wieder nichts. Aber es geht ja noch weiter. Immerhin. Und das letzte besagt... Eine Askese. Ja, damit lässt sich arbeiten. Die hat eigentlich auch einen stabilen Wert behalten. Ja, bei 4 glaube ich liegt die gerade. Ich mich nicht auf. Ja, das sage ich ja, stabiler Wert. So, jetzt geht es mit aufzusenden. Send mein los. So, und natürlich die namensgebende Karte ist drin. War da noch irgendwas an brauchbaren Promos drin? Wieder der auch wieder die Christia. Stimmt, ja. Die ist auch gut. Nicht zu verachten. Und, naja, gut. Ein Held, der immer mal brauchbar sein könnte. Nada. Das ist ärgerlich, aber wird schon. Tokai wäre auch schön. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kugel ist immer schön. Ich habe hier nur Pech. Du hast die Boxen ausgesucht. So, das klingt so, als wäre was Brauchbares drin. Eine Wundermagierin. Naja, die ist jetzt gerade nicht so dolle, aber irgendwann kommt es bestimmt mal wieder. Ja, generell ist das Genus-Thema ja eigentlich ein relativ cooles Ding, nur dass du halt diese wirklichen Boss-Monster nicht rauskriegst. Verkehrt mal rare. Warum auch immer. Wieder ein Sammel. Jetzt hab ich das vertauscht. Na, das ist egal. Ja. Naja, da musst du nachher deinen Praktikanten. Schon wieder verkehrt rum. Ja. Ja, und gut, das war jetzt auch nochmal nicht ganz so pralle. Super rare. Mhm. Dann gucken wir mal hier. Das ist eigentlich eine Promo hier. Da sollte, glaube ich, jetzt Mann drin sein. Jo, ist. Mann und der Mensch und der Rest ist eigentlich wieder so lala. Naja, Künstlerseele hatte ja mal seine gute Zeit. Als es noch jedes Mal Friedhof getriggert hat. Das war noch, ich glaube, der geht ein bisschen was. Echt? Der Pinguin? Ich glaube, das ist der. Ja, na gut, als viele Pinguine gibt es ja nicht. Aber er hat ja das Pinguin der erst spielbar gemacht. So. Jetzt haben wir 9 Helden. Oh, schön. Oh ja, Neos. Ritter Neos.
erzähl mal, was gab es denn sonst noch Schönes in den Boostern drin, was halbwegs brauchbar sein könnte? Ja. Wenn Klatti jetzt wieder gepusht wird und die hier ist der Shop-Print, ich glaube, die war auch 1 Euro. Ja, na gut, die könnte jetzt sogar noch mal relativ interessant werden. Ja, zum Beispiel der Chien, mhm. Sahn oder Hoffnung auf Entkommen. Ja, Hoffnung auf Entkommen ist natürlich auch nicht verkehrt. Oder ein schönes Maxi. Das wäre natürlich das Träumchen schlechthin. Natürlich nicht. Ja, wir haben ja noch, wir haben ja noch die Seth-Box. Die Seth-Box, genau. Ach, hier war noch Patschi. Oh ja, Patschi, stimmt. Patschi. Ja gut, der ist zwar gerade nicht so prall, aber... Patschi. Ach genau, niederträchtiger Sternstofffahrer und dann eine Ballon. Naja, wenigstens die Probos haben nochmal ein bisschen was gebracht. Eine Secret, eine Secret. Und zwar der Anstreicher der Schmerzen. Die Karte, durch die ganzen Reprints leider unnötig geworden ist. Hat den Reprint bekommen, ja? Nee, nicht er, aber er wird ja als, als solchen verbreitenden Zombie. Ach so. Und noch ein... Kann er benutzt werden. Also Dari. Mhm. Und dadurch, dass wir solche jetzt so verbreiten, ist der, ist der Anstreicher leider unnötig. Noch eine Secret. Oh, schön. Na siehst du, da lohnt sich das doch jetzt. Ein Skill. Wieder Hoffnung auf ihn kommen. Genau. Und ist das Max C. Das ist sehr voll. Hm? Nicht ganz. Hm. Aber fast. Ja, das ist sehr nah dran. So, und okay. Wie findest du die Ausbeute? War naja, okay, oder? Geht, die Promos retten das halt ein bisschen. Ja. Und sonst so. Es hat leider kein Max C oder keine Torguide drin. Ja, aber dafür ganz andere tolle Secrets, die leider nicht ganz so effektiv waren. So, naja, somit sind das immerhin 5 Ultraverse, 2 Secrets und eine SR. Waren das nicht eigentlich sogar. War hier, hattest du hier vorhin nicht sogar noch eine? Okay, da war da doch keine Super Rare. Naja, immerhin noch eine Super Rare dazu. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind beide noch ein bisschen kränklich, deswegen wurde jetzt nicht ganz viel geschnackt. Ich glaube, das gefällt euch auch mal ganz gut. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo dalassen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.